Was geht ab, Freunde des Kampfes? Ihr seid hier wieder bei No Single Punch. Und gestern wollte ich eigentlich schon zum Beginn der Fight Week ein Video machen, aber leider hatte ich Magen-Darm-Grippe und war sehr angeschlagen. Man sieht es mir noch ein bisschen an. Und apropos Fight Week, am Samstag ist der größte Fight in der Geschichte der UFC, Khabib gegen Conor. Und wenn ihr das Ganze kostenlos in HD livestreamen wollt, dann bietet das The Zone an. Ihr könnt den Gratis-Monat abschließen und falls ihr unzufrieden damit seid, dann könnt ihr das kündigen. Ich würde stark empfehlen, das weiterzumachen, weil The Zone einfach so viel anbietet und für 10 Euro im Monat ist das ein richtiges Schnäppchen. Checkt den Link in der Infobox zum Gratis-Monat ab und damit könnt ihr euch für den Gratis-Monat anmelden, um Khabib gegen Conor zu gucken. Jedenfalls geht es in diesem Video darum, waren Conor und Khabib Freunde? Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Junge, bist du komplett behindert? Die beiden kämpfen am Samstag. Ich deabonniere jetzt den Kanal. Die beiden sind sicher keine Freunde. Okay, das stimmt. Die beiden sind keine Freunde, aber sie waren vielleicht vor ein paar Jahren Freunde. Und zwar wissen wir nicht ganz genau, wann das Ganze angefangen hat, dieser Kontakt zwischen den beiden. Bei der Pressekonferenz hat McGregor gesagt, 2012 hat es bei Twitter angefangen. Wir haben genaue Beweise aus dem Jahr 2014. Und zwar war das erste Mal, wo die beiden wirklich Kontakt hatten, zum McGregor-Kampf bei UFC 178 gegen Dustin Poirier. Da waren so Sachen dabei, wie zum Beispiel, D-Strone hat so ein T-Shirt von Conor hochgeladen und da meinte Khabib, ey, das ist ja ziemlich cool, das will ich auch haben. Conor, kannst du mir das nicht geben, wenn du in Las Vegas bist? Und da meinte Conor, ja, ich fliege jetzt demnächst nach Las Vegas, lass uns da treffen und lass uns da trainieren, Bruder. Da meinte Khabib, ja, sehr gerne, lass das machen. Also, ihr seht, die beiden waren wirklich sehr, sehr freundlich zueinander und man kann wirklich sagen, sie waren am Anfang auf jeden Fall Freunde, sie wollten miteinander trainieren und zu UFC 178 ist dann Khabib extra gekommen, um seinen Freund Conor zu unterstützen und die beiden haben dann auch dieses berühmte Foto geschossen, wo die beiden sich im Arm hängen. Ja, da war das Ganze noch alles gut. Dann in der nächsten Zeit hat Conor gegen Aldo gekämpft, natürlich um den Federgewichtstitel. Und als dann zur Sprache kam, ob McGregor aufsteigen will ins Leichtgewicht, um auch ein Two-Weight World Champion zu werden, wie er bei Cage Warriors das war, da meinte er, ja, das will ich gerne machen. Und als er gefragt wurde, wer glaubst du wird den Leichtgewichtstitel haben, da meinte er, ich glaube, Khabib wird ihn kriegen. My question for you is, when Jose Aldo's chin hits the floor in 4, who exactly are you gonna go up and take the belt from at 155? Whoever has it. Who do you predict is gonna have it? You! You don't give a fuck! I think Khabib will get the lightweight belt. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, 2015, da haben ja nicht viele Leute Conor eine Chance gegen Aldo gegeben, aber Khabib hat direkt gesagt, ich glaube Conor gewinnt, ich mag Conor. Oh, you know, I like Conor McGregor. He's a striking guy, I like him. I think he can beat Jose Aldo, maybe finish him. But a lot of people think Jose Aldo beat him, but my opinion, I think he kill him. Also könnt ihr an diesen Beispielen sehen, dass die beiden wirklich sehr, sehr viel Respekt voreinander hatten und sich wirklich bewundert haben. Auch wenn Khabib erst ein aufstrebender Contender war und viele Leute Conor nicht für voll genommen haben, weil er so viel geredet hat, die beiden hatten wirklich sehr viel Respekt voreinander und die Fähigkeiten vor dem anderen. Doch als einmal ein Interview kam und jemand gefragt hat, hey Conor, würdest du auch gegen Khabib kämpfen? Was ist denn mit deinem Freund Khabib? Da meinte Conor, hey, in diesem Business gibt es keine Freunde. I'll go to the lightweight division. But your buddy Khabib. My buddy Khabib? Yeah. There's no friends in this camp. Business has no friends. Und das könnte man eventuell so als Startpunkt des Untergangs der Freundschaft sehen, denn ihr kennt es ja alle. Wenn es Konkurrenz gibt, das sind zwei der besten Athleten in der Welt. Wenn einer dann ins Leichtgewicht aufsteigt, dann gibt es keine Freundschaft, da ist so viel Geld im Spiel, da ist so viel Ruhm im Spiel. Und ja Leute, das war das Video für jetzt. Ich wollte euch einfach zeigen, die beiden haben sich nicht immer so gehasst wie jetzt zum Beispiel. Die beiden waren am Anfang wirklich sehr, sehr nett miteinander, schon fast Freunde. Und es ist einfach nur krass, zu was Konkurrenz zwei Leute treiben kann. Also es ist echt krass. Wer glaubt ihr, wird am Samstag gewinnen? Conor oder Khabib? Schreibt es mir auch bitte in die Kommentare. Checkt den Gratis-Monat in der Infobox für The Zone, damit ihr es kostenlos am Samstag guckt. Und bis zum nächsten Mal, euer No Single Punch. Boom! Checkt die qualitativ hochwertigen Supplements von Hype Supplements ab. Ein Rabattcode dazu findet ihr in der Infobox.